Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute ist es mal kein Let's Play oder Gameplay Video, sondern ich möchte euch heute etwas zeigen, wie ihr in Minecraft eine richtig geile, also wie ich finde, geile Mod hinzufügen könnt. Und zwar, das ist die, die ihr hier auf diesem Bild seht. Das ist die Lucky Block Mod. Macht richtig viel Spaß mit mehreren zusammen. Verschiedene Weisen kann man da ausprobieren. Und ja, da wollte ich euch heute so ein kleines Tutorial zeigen, wie ihr das schaffen könnt. Dazu switchen wir erstmal auf meinen Desktop. Und natürlich braucht ihr für diese App-Mod als erstes Forge. Ihr geht dafür einfach auf files.minecraftforge.net, könnt aber auch einfach Forge bei Minecraft Forge bei Google suchen, findet ihr dann auch. Wählt einfach hier eure Version aus, die ihr spielt in Minecraft, zum Beispiel die 1.8er Version, und wählt hier dann einmal den Installer aus oder wie ihr das halt installieren wollt. Den Installer ist am einfachsten. Dann bekommt ihr nämlich einmal diese Datei, Forge Installer. Wenn ihr dann dort draufklickt, öffnet sich das hier und ihr macht einfach Install Client und fertig. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe das schon installiert. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Als zweites braucht ihr dann einmal die Mod selber. Das ist dann hier einmal Lucky Block auf minecraftsending.com Projects Lucky Block, Lucky Block HTML. Ihr kommt aber auch hier wieder darauf, indem ihr einfach Lucky Block Mod bei Google sucht. Und hier könnt ihr euch dann, wenn ihr ganz runter scrollt, das Ganze unter Download hier einmal downloaden. Auch das habe ich dann in meinem Ordner. Heißt hier Lucky Block Version 6.601 ist das aktuell, die ich dort habe. Und ja, das wäre es im Grunde schon gewesen. Ich empfehle euch dann dazu, aber noch ein Add-on herunterzuladen. Findet ihr auch einfach, wenn ihr Add-on Minecraft Lucky Block sucht bei Google, zum Beispiel hier im minecraftforum.net. Das ist die Lucky Block Spiral Variante, die nutze ich auch zurzeit. Da müsst ihr dann allerdings zwei Sachen runterladen. Einmal dieses Loot ++ und einmal das Add-on an sich, dieses Lucky Block Spiral. Habt ihr dann auch im besten Fall so. Das heißt also, ihr habt einmal den Forge, ihr habt die Lucky Block, ihr habt dann das, was ich jetzt hier nicht drin habe. Nämlich die, sehr gut vorbereitet, Loot-Variante und das Spiral. Und dann fügt ihr das einfach so hinzu. Ihr geht ganz normal über hier die Suchen-Variante, indem ihr, okay, mein Computer, der will gerade nicht so, hier App-Data-App-Prozent eingibt und dann kommt ihr hier hin. Und wenn ihr dann die Forge installiert habt, habt ihr dann hier Mods. Version 1.8 und hier packt ihr dann rein Lucky Block Loot 1.1, also diese Loot ++ Geschichte, und damit ist die Mod an sich installiert. Und wenn ihr dann Minecraft gestartet habt, findet ihr unter Add-ons Lucky Block und da packt ihr einfach dieses Spiral Zip Datei rein. Und dann kann es im Großen und Ganzen schon losgehen. Nur darauf achten, wenn ihr dann den Launcher öffnet, gehen wir ein bisschen hier in die Mitte, dass ihr dann hier unten die Forge-Variante auswählt. Hier sind wir dann im Spiel. Ich habe jetzt einfach mal eine Welt geöffnet. Genau. Ihr könnt so ein bisschen rumhüpfen. Und gut, ich habe jetzt noch hier mir too many items runtergeladen. Und wenn ihr dann einfach Lucky Block sucht, findet ihr die auch, sehen so aus. Und die könnt ihr dann einfach setzen und findet dann coole Sachen da drin. Hier zum Beispiel ein Thranching Spiral Lucky Chestplate. Wie ihr sehen könnt, Schutz, Feuerschutz, Explosionsschutz. Richtig coolen Stuff. Manchmal aber auch, wie der Name schon sagt, schlechte Sachen. Zum Beispiel, das ist eine lustige Sache, glaube ich. So, zack. Und schon ist ein kleines Zelt. Dort habt ihr eine Kiste, eine Werkbank oder ein Bett. Und das macht dann halt extrem viel Bock, wenn ich das dann einfach zocke mit anderen Leuten zusammen auf einem Server oder in einem LAN-Map oder so und die Lucky Blocks dann setze und versuche mich auszurüsten. Hier nicht irgendwo so ein Knopf sein? Ja, hier müsste irgendwo ein Knopf sein. Wo ist denn der Knopf? Egal. Ansonsten
Könnt ihr natürlich auch einfach reingehen und gucken, was da drin ist. Und da ist nämlich noch ein Lucky Block. Aber ihr seht, man kann damit auf jeden Fall richtig coole Sachen machen. Und das mit mehreren zu spielen ist halt richtig cool. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst auch, wie ihr die meisten Mods installiert. Deswegen bin ich jetzt nicht so genau darauf eingegangen, habe nur erklärt, wie ihr Forge runterladen könnt und euch dann die Lucky Block Mod hinzufügen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einfach einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Ich freue mich über alles. Und vielleicht mache ich dann auch demnächst nochmal ein Video, wie ihr... Ja, danke. Hör mal auf. Ja, wie ihr dann die Forge-Mod an sich installieren könnt, wie das genau funktioniert und Optifine und sowas. Vielleicht mache ich das auch noch, aber weil mir diese Mod, die Lucky Block Mod, im Moment so super gefällt, da kommen noch in den nächsten noch ein paar Videos zu, die sind schon fertig, habe ich mir gedacht, ich zeige euch das einfach mal, wie das funktioniert. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.